Männer, was geht bei euch ab? Junge! Eine neue Fallout-Folge. Ein Test, ja. Ich spiele natürlich da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ist da schon ewig her. Ich dachte mir, dass ich von jedem Spiel, das ihr vorschlagt, einfach immer ein Testvideo mache. Und dann kann man abstimmen. Na, wie man so harmoniert, ihr wisst ja, wie der Hase läuft. Also, so, wir sind letztes Mal hier in Nipton angekommen. Ihr wisst noch, der Lottogewinner und sowas. Und ja, da vorne stehen die Spastis. Und wir sehen immer noch so cool aus. Ich weiß nicht, was wir jetzt machen sollen. Wir gehen einfach mal ran, würde ich mal so behaupten, an den Legionsrekruten. Guck mal, die sind ja erstmal noch gelb. Habe ich nicht irgendwo so Klamotten von denen gefunden? Ich habe auch Klamotten von denen gefunden, von denen halt. Wo ist es? Wo drückt man nochmal wie? Hier, Kleidung. Daran kann ich mich dann noch ein bisschen nicht mehr erinnern. Gut, stecken wir mal die Waffen weg, einfach mal hin und fragen, wie der Hase läuft jetzt bei denen, weil irgendwann reicht's auch. Missil, hallo. Dieser Mensch ist dem Tode nahe, bla 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 bla. Schade. Hallo? Ich möchte euch nichts tun. Ich bin ein Unterhändler von den am Kreuz hängenden Menschen und möchte euch nichts tun. Keine Bange. Ich werde sie nicht ans Kreuz nageln lassen wie diese anderen Degenerierten. Es passt mir gut, dass sie vorbeischauen. Ich möchte, dass sie sehen, was mit den Bürgern Niptons geschieht. Sich an jede Einzelheit erinnern. Und dann... Wenn sie weiterziehen, dann sollen sie jedem, dem sie begegnen, von der Lektion berichten, die Caesars Legion hier erteilte. Ganz besonders RNK-Truppen. Fick dich, Delfin! Ihr Verbrechen sind unentschuldbar. Was für Lektionen haben sie hier erteilt? Ich werde tun, was sie verlangen. Was machen wir jetzt? Sind wir die harte Socke? Wollten wir jetzt lieb sein oder böse sein? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube böse. Nee, man will doch eigentlich immer, wir wollen doch lieb sein. Deswegen sind ihre Verbrechen unentschuldbar. Das sind alle Verbrechen. Wenn Sie das als so schlimm empfinden, greifen Sie uns doch an. Dann werden Sie bald gar nichts mehr empfinden. I'm gonna fuck you right now, bitch. Aber erstmal speichern, nicht wahr? Bevor man die ganze Stadt in die Luft jagt, erstmal speichern. So, ich werde euch jetzt sowas von fertig machen, ihr Pissnaken. Wo sind meine Ultrawaffen? Hier ist ein bisschen Dynamit für euch, ihr Pisse. Dorosch, Dorosch, Dip. Ist den Code. Nein, das werde ich nicht bereuen. Er konnte es gar nicht aussprechen, so schnell habe ich ihn gefistet. Der bekommt eins ab. Und der bekommt eins ab. Und der bekommt auch eins ab. Weh, der Hund beißt. Oh, das ist so schön. So, tschüss, Rekrut. Vielen Dank. Bumm. Sollen wir abgehen? Leute, ich habe doch mehr Aufträge erteilt. Warte mal. Aber wir haben ja Edi. Kein Problem. Guck mal, wie die eskaliert. Guck mal. Bam. 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 Oh, shit. Jetzt ist uns hier aber eine Mission durch die Lappen gegangen. Super gemacht, Edi. Wer war denn das? War das jemand Bestimmtes? War das der, der uns gerade vollgelabert hat? Aber wo ist denn der Anführer der Rasselbande? Und Sir, warum liegt der Arm so frei? Das und vieles mehr erfahren Sie in der nächsten Runde. Nipton Hall. Ja. Gehen wir mit Nipton Hall rein, oder? Also ich würde sagen, wir laden das halt doch, weil wir wollen alle Missionen haben, ne? Ich fahre ja auch nicht darüber nach Vegas und pimmel alle um. Also machen wir mal hier schnell mal... Wir laden mal. Ich will aber nochmal anlabern. Hey. Hey. Gab es noch etwas anderes zu besprechen? Wo fange ich da an? Dass sie schwach sind und wir stark, das war ja nichts Neues. Aber das Ausmaß ihrer moralischen Verderbtheit, ihrer Verkommenheit, Nipton ist das perfekte Schulbeispiel. Was genau ist hier passiert? Ich will es jetzt sofort wissen. Gossip. Nipton war ein verruchter Ort, schlecht und verkommen. Jeder bekam, was er wollte, solange er dafür zahlte. Horden von Verderbten. Pulverbanditen, Männer der Legion wie ich. Den Leuten hier war alles gleich. Es war eine Stadt voller Huren. Für ein Almosen lockte die Stadt alle, die sie beherbergt hatte, in eine Falle. Erst als ich sie zuschnappen ließ, begriff man, dass man mit drin saß. Wie unangenehm. Sie haben alle gefangen genommen, näher ans Kreuz gehängt. Ich hab's doch selbst gesehen. Ja, und ich trieb sie im Zentrum der Stadt zusammen. Dort hielt ich ihnen ihre Sünden vor. Vor allem ihr illoyales Verhalten. Ja. Ich sagte ihnen, dass bei Illoyalität von Legionären manche bestraft werden und die anderen dabei zusehen.
Und dann erklärte ich ihnen die Lotterie. Jeder krampfte die Hand um sein Los und hoffte auf Freiheit. Keiner schritt ein, als seine Liebsten zur Tötung abgeführt wurden. Sie haben unschuldige Zivilisten abgeschlachtet? Klingt, als ob sie bekommen haben, was sie sich verdient hatten. Ich bewundere die reine Gerechtigkeit der Legion. Jetzt lasst uns mal überlegen. Eine Stadt voller Huren. Ist das so schlecht? Naja, also ich meine, ein bisschen ist es ja schon nicht schlecht, wenn man sagt, so, Fehler, Kopf ab. Aber es ist halt nur ein bisschen gut. Es hat schon mehr Schlechtanteil. Unschuldig waren sie aber auch nicht, ne? Nee, die waren nicht unschuldig. Klingt, als ob sie bekommen haben, was sie sich verdient hatten. Ja, nehmen wir mal den Mittelweg. Oh ja, so wie sie alle eines Tages ihre gerechte Strafe bekommen werden. Gehen Sie und verkünden Sie ihnen, was Sie hier gelernt haben. Okay, gut. Ich würde sagen, damit können wir leben. Wir gehen hier einfach mal rein. Was ist hier los? Gehst du mal weg, Mischling? Gell? Ein Hund in Nipten? Jetzt schaff doch mal die Töle weg. Ein Hund im Büro? Los, Legionsrekruten. Zieh ab. Tun, Verderbter. Was? Caesar treu ergeben. Nimm erstmal die Strumpfmaske ab, Alter. Passen Sie auf, was Sie tun, Verderbter. King He. Caesar treu ergeben. Hast du deinen Speer überhaupt richtig? Ach, der hat den an sich dran und nicht in der Hand. Okay, gut. Ja, die faulen Herren von der Legion nehmen ihre Speere lieber in die Hand. An die Hüfte. Das ist ja fucking crazy. Wir gehen mal ins Rathaus. Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel da drin, denn wegen der Belichtung ist es natürlich ultra behindert, dann was zu sehen, weil ich mich dann einfach nur selbst im Fernsehen sehe. Ich habe vorhin Rollladen aufgebaut, das geht gar nicht. I have shiz. I have really shiz. I think we go straight home. Na ja, komm, machen wir mal hier eine Taschenlampe an. Taschenlampe an. Wer liegt denn da? Ja. Ein Ödländer, Fück. Das hat einen Kameraden erwischt. Ich glaube, hier war ich. Ich habe es jetzt schon einige Male durchgespielt, noch nie drin. In dem Rathaus. Ich habe immer draußen gekämpft oder bin oder habe irgend... Da ist Min. Halt, stopp. Ja. Oh nein, ich bin nicht zu fett. Ich habe immer noch dieses behinderte Problem mit der Fettigkeit. Fett, gefettelte Fettfettel. Oh mein Gott. Was habe ich gerade aufgehoben? Ich in eine Mine. Schmeißen wir einfach wieder weg oder schmeißen wir hier was anderes weg? Nachtpirscherblut ist schon. Das trinke ich schon ziemlich gerne. Würde ich nur ungern ablegen. Ach, Junge, da beißt die Maus keinen Faden ab. Da müssen wir eine Splittermine weglegen. Halt, Moment mal. Splattermane? Ach, sorry, ich bin noch ein bisschen behindert. So, Splittermine. Mach einfach mal hier, so, damit niemand nach da hinten geht. So, ich hab's abgelegt. Na, man muss es ja nicht übertreiben, oder? Der Sorgfaltspflicht. Hello? Hey. Hey, you. Big Smelly Willy. Edie ist schon wieder am Fighten. Edie, jetzt raste mal nicht direkt aus. Läuft doch irgendwas. Oh, meine Gerd. Schnell, Mine. Gib mal die Mine ab. Er legt sie nicht ab, alles klar. Haben wir einen Mann überhaupt gemacht oder sind wir ein Mädchen? Wir sind ein Mann, gell? Edie, erschreck mich nicht so. Halt. Geht ja noch einer. Also wir waren jetzt hier schon überall, das weiß ich auswendig. Kenne ich alles schon. Was haben wir dabei? Hundefleisch. War das gut? Nee, das zieht irgendwas ab. Das gefällt mir nicht. Hey, Edie. Danke. Mami. Mami, töte mal bitte diesen streunenden Hund. So. Ich habe gerade eine Mine drauf geworfen. Ich will einfach selber putte. Meiner nicht. Nein, ihr kennt das. Ihr kennt es. Ich habe die Orientierung verloren. Halt, stopp. Das ist echt eklig. Ich kann wirklich nur hier in diesem kleinen Lampenkreis sehen. Ich meine, vielleicht ist das Level auch so gemacht, aber ich sehe mich auch ein bisschen selbst im Fernsehen wegen der Lichtigkeit. Herr Fick. I think this is a dog or something like that. Is that der Ausgang, der in front of me? Is this, no. Wo bin ich denn hier? Ja, wo ist er denn? Können wir nicht mal aufziehen, bitte? Edie, du Scharmützel. Edie ist schon so ein richtiges Ferkel.
Hier sind irgendwelche Versammlungen gewesen. War wohl das Rathaus. Natürlich war es das Rathaus. Wir haben es ja vorhin gelesen. Also, das tut man nicht so, als hätte er das schon vergessen. Hier war irgendwo eine Tür. Is it just a tree? Legionärsmischling. Alles klar. Kopf ab. Edi ist mal wieder richtig ausgerastet. Versammlungsetage. Da haben wir bestimmt was Wichtiges. Bo. Schlicht geht. Wissen, oder? Nein. It just reflect the light. Alter, Edi. Edi, you're gonna die. Edi, I'm dying, hey? Okay. Wir sind nach wie vor... Ich will jetzt einen mit der Mine sprengen. Na, aber so weit kommen die ja nicht, weil Edi so krass am Start ist und die alle wegpimmelt. Okay. Erdgeschoss, super. Kennt ihr Leute, die Erdgeschoss sagen? Das heißt doch Erdgeschoss, oder? Ist er mit Doppel, oder? Wie der Schuss, das Geschoss. Erdgeschoss. Oder niemand sagt, oh, er wurde von einem Geschoss getroffen. Hm. Ja, das heißt Geschoss. Hört auf, was anderes zu behaupten. Oder ich bumm euch nie. Ach so, seid ihr frisch gespawnt oder was? Ist mir gerade egal. Edi! Mami! Edi? You can't hit me because I'm a baby. Bam! Und du auch, Dreckarsch. Bam! Voll der Minenkämpfer. Und jetzt kann ich eine Arzttasche naschen. Kurz überlegt, Moment mal, was sage ich da? Denn die sind nämlich sehr, sehr schwer. Und ich bin nicht mehr crippled. Ich muss aufpassen, dass ich die Arzttaschen nicht alle verbrauche. Hier ist ja gar nichts, das ist nichts Spannendes. Huh. Also bis auf die Hunde natürlich, die mich ja unentwegt angreifen, diese Kämpfe. Diese wirklich doch sehr brutal gehaltenen, in schlichtem Rot untergehenden Kämpfe sind. Ich habe gerade eine Arzttasche genascht. Fickt euch. Ich repariere mich jetzt nicht. I don't reparate me. Hallo, schreibt dich. So, da ist irgendwas. Kronkorken, ich hab's doch gewusst. Wie sagen die Amis? Crown Kicks, richtig, Crown Kicks. Mir sagen nämlich alles so ein bisschen behindert. Ich gehe runter jetzt, ich gehe raus. Das reicht mir jetzt. Mit dem Fallout-O. Ich glaube, wir haben eh die Aufnahmezeit jetzt erreicht, was das angeht. Das war natürlich jetzt kein Paradebeispiel für Fallout, weil ich einfach wie so ein Arschloch. Just like an asshole. An so. Hier komme ich daher, ist der Eingang, ne? Ja. An so Wurst-Sachen vorbeigelaufen bin. An so langweiligen Sachen eben, ihr wisst schon, was ich meine. Vor allem hat das Licht mich doch schon stark gedrückt in der kompletten Stimmung. Aber ja. Fallout könnte ich auch einfach weitermachen. Da wird es jetzt weitergehen nach. Was weiß ich, wo wir jetzt hin müssen. Kurz nochmal gucken. Komm, kurz nochmal rausgehen. So, also. Wir würden dann einfach da lang gehen. Da, wo die Legion auch lang ist. Oder unserer Quest folgen. Da sind zwei Feinde. Seht ihr das? Diese Feinde? Was sind das für Feinde? Frage ich mich. Schweineratten. Naja, okay. So, das Wasser füllt noch die Leben auf. Wir spielen ja auf Hardcore. Stimmt ja. Oh, ganz vergessen. Wir spielen auf Hardcore. Wir dürfen nicht verdorsteln. Wo ist denn, hier? Sunset is real. Und das sollte doch eigentlich reichen. Also falls wir hier weitermachen, werde ich dann wieder zu den Rangern gehen, den sagen, die Legion hat da einen riesen Haufen hinterlassen. Könnt ihr euch mal angucken. Und dann gucken wir mal, wie die reagieren. Also wenn ich das weiterspielen soll. Ich teste die Spiele an, noch zwei, drei, und dann mache ich eine Umfrage einfach. Gut, 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 alle Hopkill. Halt, ich mache es anders. Ich lade einfach die Tests hoch und ich entscheide einfach nach den Daumen, die das Video hat. Weil dann habe ich ja halt direktes Feedback. Okay, gut, alle Hop. Dann vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Sollte man mich abonnieren? Ja. Sollte man mich favorisieren? Ja. Daumen hoch geben? Ja.